Die Weilimdorfer Spechtweghalle ist bereit für das El Clasico des Südens, das Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Weilimdorf und Jahn Regensburg Futsal. Und in dieses Spiel steigen wir ein. Los geht's. Regensburg mit einer ersten Torchance. Die erste Großchance für Weilimdorf. Ribeiro, Derwischai, Djindic. Aber Lukas Coel verhindert auf der Linie. Konter TSV Weilimdorf. Es geht direkt weiter. Derwischai. Und dann leitet Philipp Less ein mit dem Pass auf Ribeiro und der verwandelt 1:0 für den TSV Weilimdorf. Kennedy Alves Ribeiro mit dem Treffer in der 10. Spielminute. Und der will gleich weitermachen, er nutzt hier diesen Freistoß, setzt diesen an den Pfosten ganz knapp und dann gibt es einen 10 Meter aufgrund des 6. Teamfouls von Regensburg, aber der geht nicht rein. Amar Djindic setzt ihn ans Hallendach. Und nach dieser Freistoßvariante zählen dann die letzten Sekunden in Halbzeit 1 runter. 1:0 der Halbzeitstand aus Sicht des TSV Weilimdorf, aber dabei soll es nicht bleiben. Wie dieser Schuss beweist von Joao Ferrari und auch Tauland Rusinovci im Weilimdorf-Dress will den Treffer landen. Schafft es hier allerdings nicht, ist in der nächsten Szene dann aber auch gleich wieder beteiligt. Aber auch hier ist Raul Gumarisch, der Torwart von Regensburg, am Ball dran. Weilimdorf erhöht den Druck. Und dann ist da der Treffer. Mergim Derwischai tänzelt sich da durch die Regensburger Abwehr und legt dann ab auf Ante Lubic. Und der verwandelt dann zum 2:0 in der 32. Spielminute. Fritz Fiedler hat da was dagegen, hier mit dem Konter, aber Philipp Bläs ist dran. Und jetzt stellt Regensburg um, nutzt die Auszeit und jetzt gibt es den Flying Goalkeeper Joao Ferrari mit dem Dress, der dann zuschaut, wie Lukas Coel in Minute 36 verkürzt 2:1. Der neue Spielstand und der Druck bleibt aufrechterhalten. Jetzt aber Konter TSV Weilimdorf, Djindic. Und dann ist es das Tor durch die Nummer 7, Mergim Derwischai. 3:1 in der 38. Spielminute. Das klingt jetzt schon mal nach Vorentscheidung, denn so langsam wird die Zeit knapp für Jahn Regensburg, die aber für Treffer in letzter Sekunde durchaus bekannt sind. Aber da schiebt Amar Djindic einen Riegel davor. 39. Spielminute, das 4:1 für den TSV Weilimdorf. Und jetzt wieder Flying Goalkeeper, Kontermöglichkeit Djindic. Und der guckt sich da einen schönen Platz im Tor aus. 5:1 in der 39. Spielminute. Jetzt ist nichts mehr zu machen für Jahn Regensburg. Denn die letzten Sekunden dieses Spiels ticken unermüdlich herunter. Und dann ertönt auch die Schlusssirene. Das El Clasico des Südens zwischen dem TSV Weilimdorf und Jahn Regensburg Futsal endet mit 5:1. Die Mannschaften gehen jetzt in die Länderspielpause und dann ist die Futsal-Bundesliga am 12.10. wieder zurück.